Das hast du dabei verloren, Atze. Du bist so ein mieses Arschloch. Was bezweckst du damit eigentlich, dass ich wahnsinnig werde? Hör mir zu. Kann ich nochmal miteinander reden? Was willst du? Reden? Du kommst hierher und quatschst mich voll mit deinem Gelaber. Was willst du? Hast du wirklich das Gefühl, so kannst du alles wieder gut machen? Nein. Ich habe hier die Aussage eines Arbeitskollegen. Sie erinnern sich an das Dezernatfest? Neigt Ihr Mann zu Gewalttätigkeiten? Okay. Wir haben uns vor ein paar Wochen getrennt. Aber das macht ihn noch nicht zum Mörder. Er war es nicht. Woher wollen Sie das wissen? Sie sagten doch selbst, Sie hätten den Täter nicht gesehen. Hier. Es lag in meinem Briefkasten.